Radio Österreich International. Radio Austria International. Radio Tris International. Radio Austria International. Mit Andrea Maywald im Studio, guten Abend. Und wieder hat die vereinbarte Waffenruhe in der Ukraine nicht überall gehalten. Zumindest aus der umkämpften Stadt Sumy im Nordosten konnten heute Menschen herausgebracht werden. China steht weiter an der Seite Russlands, sucht aber gemeinsam mit dem Westen nach Möglichkeiten, den Krieg zu beenden. Die USA stoppen den Kauf von Öl aus Russland. Die EU will ihre Energieabhängigkeit wenigstens schnell reduzieren. Österreichs Regierungsspitze verurteilt in einer Sondersitzung im Parlament neuerlich den Angriff Russlands auf die Ukraine. Und der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen stellt sich den Abgeordneten vor. Eine ausführliche Zusammenfassung der Sitzung im Parlament hören Sie im Journal Panorama ab 18.25 Uhr. Jetzt gleich hören Sie die Wetteraussichten von Gerald Holzinger. Heute Abend und in der Nacht klar oder nur gering bewölkt. Der Wind lässt überall rasch nach und es wird verbreitet frostig, mit Tiefstwerten zwischen minus 14 Grad in einigen Alpentälern.